So, Sarah ist noch unten. Wir versuchen mal. Oh, Alarm? Nein, Alarm nicht. Wir gehen in die tiefe Höhle rein. Aus geologischer Sicht. Oh. Sehr interessant. Kann ich mit dem sprechen? Keinen Schritt weiter. Oh. Identifiziere dich. Ich gehöre zur Constellation. Ach, gut. Hätte ich mir denken können. Ich bin schon ziemlich lange weg. Sie ist das. Schön, dass du unversehrt bist, Andrea. Wladimir und ich waren besorgt. Du bist das neueste Mitglied, ja? Schicken sie dich oft, um nach anderen etablierten Mitgliedern zu sehen? Oh. Sie hatten offenbar einen guten Grund dazu. Vielleicht. Wladimir war wohl besorgt, dass du nicht ihn hier, sondern mich auf dem Boden vorfindest. Hm. Wir vergeuden Zeit. Schließen wir unsere Mission ab, dann können wir reden. Die Mission abschließen? Okay, dann reden wir mal. Wir sind wegen des Artefakts hier. Machen wir weiter. Ja, gut. Also sie hat ja hier schon ein bisschen aufgeräumt. Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Genau. Nachsehen immer. Also wir gehen jetzt hier in so eine Höhle rein. Ganz tricky. Waffe haben wir am Mann. Sozusagen. Hier haben wir noch ein... Oh, Trinkpack. Nehmen wir mal mit. Waffenkoffer. Hm, was haben wir denn da drin? Kaliber. Hat Wladimir dir gesagt, dass ich eine weitere Lieferung vornehme? Ah ja, stimmt, das wird wieder Zeit. Also komm weiter. Dann. Nun stirbst du. Da ist doch welcher. Gehe zum Kampf. Und wieder triumphieren wir. Eine Rettungsaxt hat der nur. Hier sind natürlich auch Ressourcen zu finden. Oder irgendwelche Sachen. Können wir mal gucken. Kontakt! Oh, 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 von rechts. Da ist er. Oh nein. Okay. Deckungsfeuer! Bin bewegt. Komm schon! Und weg ist er. So, ich wollte eigentlich die erste Hilfe hier nehmen. Verbände wollte ich auch nehmen. Oh, 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 Leute. Das sieht ja doch ein bisschen aufwendiger aus hier. Ich glaube, da werden wir mehrere Folgen machen müssen. Ich habe gedacht, wir gehen da mal eben schnell rein und rein. Aber die Missionen, die sind aber auch so riesig, ne? Es ist ja echt Wahnsinn. Guck mal hier. Da hinten sind die Viecher. Ist schon tot. Ich weiß es nur noch nicht. Die Waffe ist nicht schlecht. Zack. Da hinten haben wir einen weggeballert. Ist cool. Weil sie ist unsichtbar. Warte mal, ich guck nochmal von oben. Da waren ja zwei, die geschossen hatten. Aber ich glaube, es wird doch nicht so umfangreich. Ich will gar nicht rennen. Ich will eigentlich nur normal gehen. Gehen mal hier runter, den Weg lang. Oh, was die hier gebaut haben. Unfassbar. Ich mach mal Licht an. Unfassbar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier war auch wieder Kaliber. Und hier oben war irgendwo nur einer. Habe ich nicht hier auch einen Roboter gesehen gerade? Scheint nicht. Medipack. Ist immer gut. Nehmen wir mit. Ist das eine Ressource? Okay, nehmen wir auch mal mit. Und ein Witz. Kommt ein Junk-Shank in eine Bar, sagt der Barkeeper, unsere Gäste wollen hier kein Essen, antwortet der Shank. Na, da bin ich ja beruhigt. Klopf, klopf, wer ist da? Ein Schwert, wer? Egal, ist total spitze.
Ah, super. Ja, das sind aber sehr flache Witze. Oh, hier. Warum fressen Terrormorphs keine Clowns? Die schmecken komisch. Wäre so Anti-Witze irgendwie, ne? Naja, egal. Hier ist eine Tür. Oh, die reden. Muss an meiner Ausbildung liegen. Was stört dich denn? Ich sorge mich darum, wie die Mitglieder der Constellation mich wahrnehmen. Wie ich mich auch gebe. Ich habe den Eindruck, verächtlich gemustert zu werden. Man sieht mich nicht als Kameradin. Ich glaube, das bildest du dir ein. Alle, die ich nach dir gefragt habe, waren nur voll des Lobes. Wenn das wirklich so ist, warum werde ich dann von gemeinschaftlichen Aktivitäten oder Versammlungen ausgeschlossen? Sie sind es nicht gewohnt, jemanden von Haus Varun hier zu haben. Sicher fragen sie sich nur, ob du überhaupt dabei sein möchtest. Gib ihnen Zeit, Andrea. Das wird schon. Versprochen. Interessant. Wir können die Gespräche von den beiden auch uns anhören. Weil ich meine, Sarah ist ja jetzt schon ein bisschen länger dabei. Wir können noch mal hier unten gucken, ob hier noch was lag. Ah, hier ist dieses Teil. Credits, genau. Okay, also da war auch ein Roboter dabei, habe ich ja doch nicht so. Orangensaft, Trinkpack, Roggen, da haben wir noch was zu essen. Das ist cool, hier gibt es so viel zu entdecken. Wie immer bei Bethesda-Spielen, habe ich mir sagen lassen. Und da wir hier auch weniger Gravitation haben, also mal, hier können wir auch noch runtergehen. In die... Das ist cool. Aber hier sieht man ihn. Guckt euch das an, Freunde. Da geht's runter. Wow. Und hier gibt's auch wieder noch Granaten ohne Ende. Und ein Messgerät und ein kalibriertes Tiefbohren. Ist das eine Rüstung? Ja, das war mir klar. Sarah. Ach, guck mal hier, eine Waffenwerkbank. Sarah! 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 Ich könnte mal ganz kurz deine Hilfe gebrauchen. Sarah? Wo ist sie? Ja. Sarah? Wie kann ich dir helfen? Ja, ich müsste mal ganz kurz... Hast du was Nützliches? Mhm, hab ich. Ich habe, glaube ich, einen Anzug, ne? Nee, es war kein Anzug. War das ein Rucksack? Ah, ein Rucksack war das. Den darfst du gerne tragen. So. Dankeschön. Ein anderes Mal. Ja, ich war aber noch nicht da unten fertig eigentlich. Oder war ich schon fertig? Ich weiß jetzt gar nicht. Gehen noch mal runter. Also das Licht ist auch noch ein bisschen tricky hier. Da geht es nämlich noch weiter runter. Oh, da auch nicht. Man sieht hier nicht so viel. Ah, hier ist die Treppe abgebrissen. Okay. Und da wir hier ein bisschen Gravitation weniger haben, kann ich hier so hochhüpfen. Okay, dann war hier nichts weiter. Außer die Waffenwerkbank. Das ist nett, dass ihr jetzt auch mal kommt. Aber jetzt will ich wieder nach oben. Wir gehen jetzt mal da oben rein. Und dann gucken wir mal, ob wir das Artefakt da finden. Ne? So, dann kommt mal, Freunde. Und ihr seid natürlich auch dabei. Wir gehen hier hoch. Da. Und dann gehen wir mal hier rein. Und wir sehen schon, was krabbelt da? Schnecken. Okay, Schnecken sind harmlos. Wenn es Schnecken sind, heißt das. Das sind Parasiten. Kann ich die scannen? Thermoparasiten, okay. Thermoparasiten. Die möchte ich aber nicht im Körper haben, diese Thermoparasiten.
Huiuiuiuiuiui. Warte mal, wir machen mal die Tür lieber zu. Nicht, dass dieser Thermo... Können wir gar nicht. Thermoparasit hier noch rausrüpft. Bleib du schön hier drin, ne? So, dann gehen wir mal weiter hier gucken. Hier haben wir auch wieder was. Poli. Trauma-Pack. Dichtmittel nehmen wir auch mal mit. Geh doch mal aus dem Weg. Dichtmittel brauchen wir für Waffenkoffer. Waffenkoffer? Hallo? Ach, muss ich umschalten. Waffenkoffer? Oh. Da haben wir zumindest Patronen. Die Kurzschmelle muss ich jetzt nicht mitschleppen. So. Wir scannen wieder weiter. Dieser Parasit macht mich nervös. Müssen wir mal nach oben gehen hier. Ja, komm hinterher. Hier ist Tantalium. Dann haben wir die fünfte Ressource. Sehr schön. Können wir auch abbauen. Und ich vermute mal, wir werden jetzt auch noch Aluminium finden. Und wahrscheinlich unser Artefakt hoffentlich. Oh, das ist nicht klein hier. Oh. Hallo? Nimmt man die... Nimmt man mit ihrer Axt hier, ne? Kommt immer mit ihrer doofen Axt. Ja, ich brauche keinen. Da war noch irgendwo einer da drüben. Vielleicht sollte man mal in Deckung gehen. Weg. Ist weg. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir da rüber? Guck mal hier. Pack. Ich habe schon wieder was gefunden. Wer schießt denn jetzt wieder? Immer noch da drüben? Ach, da unten. Ach du Schande. Ne, jetzt kommen wir gehen mal hier weiter rum. Ehrlich gesagt, ja. Erstaunlich, dass es dir auffällt. Dein Talent dafür, Stimmungen zu lesen. Hallo, jetzt was kommt mal da, ihr beiden. Was stört dich denn? Oh Gott. Ich sorge mich darum. Ach Leute, sind wir jetzt fertig, Andrea? Ich habe den Eindruck, ich glaube, weiter, wenn unsere Mission erfüllt ist. Alle, die ich nach dir gefragt habe, waren nur voll des Lobes. Wenn das wirklich so ist, quatschen wohl immer dasselbe. Gemeinschaftlichen Aktivitäten oder Versammlungen ausgeschlossen. Ich gehe dann schon mal vor. Beiden Damen, die haben da immer dasselbe Thema auszutauschen. Jetzt guckt euch das mal an hier. Wie wahnsinnig das aussieht. Natürlich kann ich hier auch noch meinen Scanner einschalten. Und die Sachen hier angucken, die hier liegen. Hier haben wir noch einen Rucksack. Der hat... mit einem ausgewogenen Boost-Pack. Okay, gehen wir hier hoch. Schön hell, ne? Kommt ihr mit? Ich meine, ihr könnt auch bei Hello Kitty zu Hause bleiben, also da keine Probleme mit. Hat Vladimir dir gesagt, dass ich eine weitere Lieferung vornehme? Ah ja. Quatschen ja schon wieder. Stimmt, ihr sollt ruhig sein. Der Inhalt ist wie vereinbart. So, was haben wir hier? Den haben wir vorhin erledigt. Ist da noch eine kleine Muni? Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich nur nachladen. Ist auch wieder so ein Running. Okay. Der Running Gag, wenn man da drüber steht. Oh, guckt euch das an, ey. Und da soll man das Artefakt finden. Eieieiei, Freunde. Da geht aber steil hier runter, ne? Langsam. Puh. Jetzt guckt euch das Spiel an, ey. Das ist so irre. Ups. Warte. Psst. Hast du das gehört? Ja, hab ich gehört. Und ich höre noch mehr. Da schießt irgendwas. Da unten. Krieg ich von mir. Pistole.
wir müssen tiefer. Aber wenn die uns kriegen, wenn wir die kriegen, dann kriegen die uns auch. Oder ist da so ein... Die 18er, oh, die ist stärker wie wir. Da liegen wir mehr, also brauchen wir einen anderen 50. Ne, die braucht mehr. Ich nur, ob das so gut ist, von der oben da drauf zu schießen. Ja doch, ist ganz gut. So, wer hat denn jetzt hier geschrien? Eliminieren. Hast du noch welche? Wo denn? Ah, hier drüben. Okay. Ich habe so viel Mond, ne? Aber irgendwie... Mache ich platt! Schießt sie denn hin? Nach da unten? Ah, okay. Dann kommen wir hier oben. Okay, das war's. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Ja, ich weiß. Ich könnte ja jetzt auch die Side Star nehmen. Oh, Space Trucker. Haben wir einen Bolzenschneider? Nein, ich will jetzt nicht reden. Ich will jetzt das Artefakt holen, Freunde. Jetzt geht's wieder nach oben. Eieieiei. Merkt ihr diese Schwingung? Vielleicht sollte ich die Sidestar mal ausrüsten. Ich guck mal eben. Wenn ich die hier auch drin habe in den Waffen. Wahrscheinlich habe ich die hier drin. Ja, habe ich aber auch nur 82 Schuss. Ich guck mal, da habe ich nur einen Schuss. Da habe ich nur 28 Schuss. Da habe ich 17 Schuss. Ich habe doch so viele Schüsse hier eingesammelt. Ich verstehe das gar nicht. Ja, toll. Die habe ich. Die nehmen wir. Die ist zwar nicht so stark. Hier habe ich auch nur 17 Schuss. Okay. Die hat 1500 Schuss. Die ist aber nicht so stark. Sage ich euch von vornherein. Aber ist nicht schlimm. Nehmen wir. Wie kommst du so zurecht, Andrea? Hilft unser gemeinsamer Kontakt dir dabei, dich an dieses neue Leben zu gewöhnen? Hier geht's rauf. Ja, ich würde sagen. Und rein. Okay, da geht's runter. Da haben wir auch wieder was. Ein Helm und zwei Helme. Die brauche ich jetzt nicht. Da können wir hier weitergehen. Geht's wieder runter. Die quatschen schon wieder. Das ist unfassbar. Wir sind nicht zum Quatschen hier, Ich meine, Quatschen ist ja manchmal ganz okay. Ah, da hinten müssen wir hin. Aber... Also die Waffe ist jetzt nicht effektiv, das heißt, da müssen wir wahrscheinlich viele Schüsse gut ansetzen. Da geht eine Treppe nach oben. Hier geht es nach unten. Hier haben wir natürlich noch die Gegner von gerade. Die wir jetzt nochmal ausloten können. Da oben immer noch. Ich glaube, das ist einfach nicht fassbar, oder? Schaut euch das mal hier an, ey, wie die am Bohren sind. So, dann gehen wir mal hier durch. Nach dem Artefakt gucken. Eieieiei. Da ist das Artefakt. Das kennen wir schon, ne? Jetzt werde ich gleich wieder ohnmächtig und die Mädels sind nicht hier. Jetzt kommt doch mal mit hier, verdammt. Ja, Leute, dann werde ich mal hier... Oh, hier haben wir wieder eine neue Ressource. Die letzte. Oh, die kriegen wir gar nicht.
Zellomet. Sternenteil. Doch, immer. Tada. Aber müssen wir voll aufgeladen lassen. Das ist mega. So, jetzt habe ich es gescannt. Krass. Okay. Seid ihr hier? Ich werde mir das Artefakt jetzt holen. So. Dann nehme ich es mal. Du bist zurück. Du hast nicht geantwortet, nachdem du das Artefakt herausgezogen hast. Barretts Theorie und Erfahrung waren also korrekt? Das Artefakt gewährt dem ersten Menschen, der es berührt, eine Vision? Ja. Die Tatsache, dass es euch beiden so ergangen ist, ist schon mehr, als wir zuvor hatten. Wir müssen darüber sprechen, was du da vorhin gesehen hast. Dieser Mann. Was ich getan habe. Es hieß er oder du, oder? Er hat es sicher verdient. Das tun gewiss viele. Es ist überraschend, dass jemand aus der Constellation mir zustimmt. Üblicherweise vermeiden die Mitglieder jeden Konflikt. Auf welchen Erfahrungen beruht diese Überzeugung? Was hast du vor der Constellation getan? Ich war meiner. Argos. Ich habe von der Firma gehört. Klein, verwegen. Interessant. Ich habe keinerlei Erfahrung mit diesem Beruf. Wohl aber mit Risiko. Wir beide sind etwas ungewöhnliche Constellation-Mitglieder. Bitte erwähne Wladimir gegenüber nicht, unter welchen Umständen du mich vorgefunden hast. Die Varun-Fanatiker haben schon öfter versucht, mich in die Enge zu treiben. Wenn herauskommt, dass es wieder geschehen ist. Nun, es ist lange her, dass mir allein ein Auftrag übertragen wurde. Ich will nicht, dass es in Zukunft noch länger dauert. Verstehst du? Alles klar, ich schweige wie ein Grab. Wie ein Grab? Wir sind uns einig. Danke. Das ist gut zu wissen. Ich bringe hier alles zu Ende und komme dann nach New Atlantis. Du solltest schon gehen. Sie erwarten uns. Okay, dann werden wir jetzt zurück nach New Atlantis gehen. Wir könnten jetzt die Schnellreise machen. Wir können uns aber auch einfach mal hier nochmal Sarah angucken, wie sie hier so durchhüpft. Das ist schon fantastisch, oder? Was hier gebaut wurde. Mega. So. Ich würde sagen, wir gucken uns den Weg nochmal zurück an. Ich finde das so toll, was die hier gemacht haben, so eine Höhle. Ich meine, klar, wir könnten jetzt die Schnellreise benutzen. Und schwuppdiwupp sind wir wieder im Schiff. Und schwuppdiwupp. Aber wir können das auch mal hier so genießen. Weil es wurde ja auch schließlich gebaut. Irre. Guckt euch das an, ey. Irre. Einfach nur toll, ne? Guck mal, hier waren wir auch noch nicht hier oben. Ach, geht gar nicht weiter, oder? Okay, da geht's runter, okay. Das wollen wir jetzt nicht sehen. So, dann gehen wir mal hier wieder hinunter. So. Dann wieder hier hoch. Hier war ja der Seite da. Ja, müssen ein bisschen aufpassen. Die Treppen sind hier schon ein bisschen schief. Aber das haben wir vorhin schon gesehen.
So, dann hier. Dann hier einmal wieder rum. Aber total cool gemacht. Stimmt ihr mir dazu? Ich finde das total cool gemacht, ja, das. So, dann hier. Und wieder durch die Höhle zurück. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann gehen wir hier wieder rein und dann kommt gleich unser unser Würmchen, ne, oder? War nicht jeder Ausgang? Nee, war noch nicht. Wahnsinn. Kann man sich auch schnell verlaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Das an. Hier haben sie so eine alte Strebe. Auch Wahnsinn. Hier ist irgendwas kaputt gegangen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Ressourcen gefunden. Natürlich Heilmittel, logisch. Jetzt könnten wir hier noch weiter tiefer gehen. Wollen wir das? Geh doch mal zur Seite. Eigentlich wollen wir doch hier raus, ne? Jetzt bin ich echt am Überlegen. Waren wir hier echt ganz unten? Dann gehen wir mal hier runter. Oder war das nicht hier die Stelle, die ich alleine gegangen bin? Das war doch die Stelle, die ich alleine gegangen bin. Genau, dann sind wir von hier hochgekommen. Wo ist denn der Durchgang? Wo ist denn unser Wurm? Ist doch da, ist doch der Eingang, oder? Nö. Eigentlich? War doch hier irgendwo der Wurm. Ach, hier. Ah, hier. Hier? Nö, auch nicht. Hä? Hier war ich auch schon. Ich vergiss hier alles, ey. Das gibt's ja gar nicht. War doch hier irgendwo der Durchgang mit dem Würmchen. Ne, darunter muss ich nicht. Und hier hoch muss ich auch nicht. Da kommen wir nicht weiter. Also war doch hier irgendwo. Wir gucken mal. Wir finden das schon. Aber wir sind doch hier durchgekommen. Dann sind wir hier hochgegangen. Okay. Das ist der Weg, wie wir weitergekommen sind. Ja. Genau. Ja. Genau. Hier sind wir weitergekommen. Genau, hier sind wir durchgegangen, richtig. Ganz genau, hier war der Weg. Dann bist du doch eigentlich hier, willst du wieder rausgehen? Wo ist der Ausgang? Die haben den Ausgang geklaut. Wir sind doch hier rausgekommen. Wahnsinnig. Okay. Immer dem Ding nach. Dann sind wir richtig. Jawohl, hier ist der Ausgang. Oder der Aufzug. Falls hier etwas lebt, hat es bestimmt keine Lust auf Besuch. Genau. Raus hier.
du anfängst, dir die Taschen mit Erz zu füllen. Sieh lieber mal nach, wem die Anlage hier gehört. Kann ich das? Wir sollen aber jetzt zum Planeten Piazzi. Das ist nämlich noch der andere Fakt. Gehen wir mal zu unserem Schiff. Warum sollen wir jetzt zum Piazzi? Eigentlich müssen wir doch zur Loge. Das den Scanner mal eingeschaltet. Begib dich zum Planeten Piazzi. Steht hier zumindest. Also wie gesagt, solche Sachen machen wir hier offline. Da oben ist zum Beispiel auch noch ein Vieh. Ja, du hättest mitkommen können, mein Freund. Captain, ja, super. Dann mal hinein und fliegen zurück. Dein Signal, fliegen wir los. Also wir kommen immer wieder raus aus dem Ganzen, wie ihr gesehen habt. Meinst du, die Dokumentation über dein Leben wird... Nein, bitte keine Dokumentation über mein Leben, bitte nicht. Okay, wir haben das Artefakt. Ja, jetzt müssen wir gucken, was machen wir. Wir können natürlich auch noch Piazzi, aber wir haben ja jetzt Andrea gefunden. Also geht's jetzt erstmal zurück. Zurück im Schoß der Sterne. Und als himmlisches Wesen freut es dich bestimmt, die Familie wieder zu sehen. Erledigt. Ich habe einen Dogfight geschafft. Ich hoffe, das war okay. So, da geht es jetzt nach Piazzi. Wollen wir da jetzt hinfliegen? Aber warum? Ist da auch noch mal ein Artefakt? Ich gehe da mal hin. Das sieht aber dann in der nächsten Folge.